Liebe Zuseher, heute habe ich Ihnen eine Zukunftsvorhersage mitgebracht, die so sicher ist wie die Rente. Im Rahmen des Trendy-Handy-Events von Barcelona reden wir über die Zukunft der mobilen Kommunikation. Und meine Prognose lautet... Herr Lobo, auf die Gefahr hin, Sie zu erschrecken, unter mobiler Kommunikation versteht man gemeinhin nicht im Laufen wirres Zeug vor sich hin zu brabbeln, auch wenn Ihre Prognosekompetenz in diesem Bereich sicher weltweit führend ist. Nun, wie ich schon sagte, nach Always On wird das Handy die nächste Stufe erklimmen, Always In. Mit Freunden und Bekannten wird man den ganzen Tag vernetzt bleiben. Das Leben wird ein einziges Gruppendauer-Videotelefonat, verbunden mit einem Chat in allen Farben und Formen, sowie einem permanenten Twitter-Gewitter. Herr Lobo, was Johann Sebastian Bach die Fuge, das ist Ihnen offensichtlich die Unfuge. Die Zukunft der mobilen Kommunikation betrifft allerdings nicht nur Sozialhysteriker und Kampfschwätzer. Wir normale Menschen sind froh, wenn wir zwischendurch mal nicht kommunizieren. Edge, man kann gar nicht kommunizieren, Herr Sixtus. Das schafft nicht mal eine Person, die so dröge ist wie Sie, wie ein unbeleuchtetes Vakuum. Ich wage eine Gegenprognose, Herr Lobo. Die Zukunft der Mobilkommunikation liegt nicht im Mehr, sondern im Weniger. Ausgefeilte Filter filtern alle Kommunikationsanfragen und lassen nur die richtigen Botschaften am richtigen Ort zur richtigen Zeit durch. In meinem Fall, das haben Sie korrekt erkannt, wäre das eher selten. Kann es sein, dass Sie in den späten 80er Jahren verstorben sind, Herr Sixtus, aber bis heute nicht die Konsequenzen daraus ziehen? Herr Lobo, wissen Sie eigentlich, dass Sie mit Ihrer Passion für die planlose Permanenzplapperei recht alleine dastehen? Und wer, außer Ihrer Frisur, sollte sich eigentlich Ihr Seriengeschnatter auch noch in allen digitalen Kanälen anhören? Herr Sixtus, wenn es nach Ihnen ginge, würden wir doch noch mit dieselbetriebenen Faxgeräten herumlaufen und hölzerne Offline-SMS mit der Reichspost verschicken. Aber Zeiten und Menschen ändern sich und die Zukunft bringt nun mal die ständige Vernetzung und damit die ständige Kommunikation. Man wird reden und reden und es wird nie zu einem Ende kommen. Hier ist der Anrufbeantworter von Herrn Sixtus. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Sixtus? Vielen Dank für den Anruf.